Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer zweiten offiziellen Hacking Challenge. Ja, heute startet die zweite Challenge und ganz kurz, bevor es irgendwelche komischen Fragen gibt, bitte hört euch aufmerksam das ganze Video an, bevor ihr anfangt, irgendwas zu machen. So, als erstes, wir haben einen dedizierten Server dieses Mal und zwar dieser hier, 84.200, bla bla bla, der hat auch tatsächlich keine Domain zugewiesen bekommen, weil ich nicht möchte, dass meine Domain irgendwie dann von Google als angreifbar oder Hacking oder sonst irgendwas in Zusammenhang gebracht wird. Da gibt es tatsächlich teilweise Probleme mit Google AdSense zum Beispiel. Und ja, nochmal kurz zu unserem Server zurück. Also der Link dazu steht natürlich in der Beschreibung vom Video, dürfte klar sein. Aber ja, dieser Server wurde uns auch wieder von HK Hosting gestellt und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und ich glaube auch von euch wäre das mal ein Applaus wert, denn ja, dieser Server hier kostet mich im Endeffekt gar nichts, aber ich kann euch trotzdem wunderbar viel zeigen, was man alles machen und nicht machen sollte und das freut mich wahnsinnig. So, aber es ist noch wichtig zu sagen, Server von HK Hosting sind in diesem Sinne nicht angreifbar, sondern nur dieser Server hier ist angreifbar, weil ich ihn so konfiguriert habe, dass er eine Schwachstelle bzw. mindestens eine Schwachstelle hat. Ich verrate nicht zu viel über diese Challenge. Und ja, je nachdem, wie ihr eure Server konfiguriert, sind die natürlich angreifbar, aber im Normalfall sind sie nicht angreifbar. Das heißt, HK Hosting gibt euch nicht irgendwie angreifbare Server oder sowas. Nein, der hier ist wirklich extra dafür gemacht worden. So, jetzt zu der Schwierigkeit der Challenge und zum Gewinn natürlich. Gewinnen könnt ihr dieses Mal rein gar nichts außer Erfahrung. Und ich glaube, die ist in dem Fall sehr, sehr viel wert. Aber ja, was wir hier natürlich haben, ist eine Challenge. Und eine Challenge kann nicht ewig laufen in dem Sinne, sondern sie wird so circa 4 Wochen laufen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich sie tatsächlich laufen lasse, aber ich würde euch einfach mal ein bisschen Zeit geben, daran rumzuspielen, damit auch jeder wirklich die Chance hat, sich hier dran auch auszutoben. Und natürlich aufgrund der ganzen Urlaubszeit, die jetzt momentan ist, ein bisschen länger, falls jemand mal einen Monat im Urlaub ist und vielleicht gerade keinen Zugriff auf irgendwie einen Server oder sowas hat, dann soll der natürlich auch noch die Chance bekommen. So, jetzt das Allerwichtigste und zwar bitte macht den Server nicht kaputt. Ihr könnt dieses Mal wirklich was kaputt machen, in dem Sinne, dass ihr die Challenge für andere Leute unschaffbar macht, zum Beispiel. Das bedeutet, oder ihr könnt auch teilweise, je nachdem wie gut ihr seid, den Server übernehmen. Und da würde ich euch tatsächlich einfach bitten, ihr könnt mir gerne irgendwelche Nachrichten, Textdokumente, Einträge irgendwo hinterlassen, aber ich würde euch wirklich bitten, macht den Server nicht kaputt, beziehungsweise macht die Challenge nicht unschaffbar für andere Leute. Das heißt, repariert auch nicht die Schwachstelle oder sowas. Und was ich euch auch noch bitten möchte, DDoS ist nichts, was ihr hier dran machen dürft oder sollt. Das heißt, ihr könnt von mir aus alles machen, ihr könnt ihn proben mit Nmap oder sonst irgendwas, aber keine Denial-of-Service-Angriffe, denn die bringen im Endeffekt rein gar nichts, außer dass der Server down geht. Dadurch schafft man keine Challenge, dadurch schafft man es halt nur, dass alle anderen die Challenge auch nicht genießen können. Das heißt, die Sachen würde ich euch bitten, nichts kaputt machen, so dass die anderen Leute trotzdem alle noch eine Chance haben, auch wenn ihr es geschafft habt und keine Denial-of-Service-Angriffe, wobei das im Endeffekt da drunter fällt. Und ich würde euch auch bitten, schreibt nicht einfach die Lösung in die Kommentare, schreibt auch nicht die Lösung einfach so auf dem Discord-Channel, schreibt nirgends die Lösung, sondern von mir aus lasst einen Jubelschrei raus, wenn ihr es geschafft habt. Es ist nicht allzu schwer. Ich weiß, manche Leute haben es letzte Mal von euch gesagt, es ist viel zu schwer gewesen. Die Challenge hier ist deutlich schwerer als die letzte Challenge, aber trotzdem nicht unschaffbar für Leute, die ein bisschen Erfahrung haben. Und natürlich kann man alles bei mir auf dem Channel lernen. Es geht hier unten übrigens noch weiter, keine Sorge. Und ja, genau. Was gibt's noch zu sagen? Ja, zum Schwierigkeitsgrad vielleicht noch ein bisschen mehr. Also letztes Mal habe ich die Challenge wirklich so gemacht, dass eigentlich jeder zumindest sehr, sehr leicht eine Chance hatte, einfach sich ein paar Videos sozusagen angucken und man hat's raus. Dieses Mal muss man schon ein bisschen mehr Schmackes rein investieren, aber es ist durchaus noch schaffbar und Leute, die sich wirklich mit Hacking beschäftigen, sollten damit eigentlich auch wieder keine Probleme haben. Für alle, die es zu leicht finden, ihr könnt danach sogar noch ein bisschen mehr machen und die nächste Challenge, die nach dieser hier kommt, ein bisschen vorgreifen. Das heißt aber nicht, dass ihr das machen müsst, das ist einfach nur so ein Gedankengang. Wenn es euch viel zu einfach war, könnt ihr noch ein bisschen mehr machen und einfach ein bisschen rumprobieren. Jetzt habt ihr sozusagen erstmal die Erlaubnis dafür. Wie gesagt, keine Denial-of-Service-Angriffe bitte.
Und natürlich machen wir dann nach dieser Challenge hier auch direkt weiter mit der nächsten. Ich muss natürlich immer die Challenges irgendwie programmieren oder schreiben oder einrichten zumindest. Und das dauert alles ein bisschen, deswegen möchte ich euch bitten, da auch ein bisschen Geduld zu haben. Das heißt, ich werde nicht jede Woche eine neue Challenge machen, vor allem da jetzt Urlaubszeit ist und da ich selber auch nicht die ganze Zeit immer da bin. Aber ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Challenge und ihr werdet merken, wenn ihr gewonnen habt, es kommt eine kleine Benachrichtigung, wie in welcher Form, oder ihr findet eine Benachrichtigung, wie in welcher Form, werde ich euch jetzt nicht verraten, das wäre ein bisschen zu langweilig. Und ja, viel Spaß, wir hören uns, bis dann, ciao!